Was kann ich denn eigentlich alles so herstellen? Arzneien, Todesauge. Rieselschwamm, Swef könnte ich aus. Gänsewef-Beeren und Tatoro-Primien aus Ratiti-Wurzel herstellen. Ah ja. Rieselschwamm und Todesauge. Korallenschnupftabak und Mundkohle. Sprengstoffe könnte ich herstellen. Hitzebomben, Erschütterungsbomben, Granaten. Verbrenner. Implosionsladung, Betäubungsbombe, ja. Funkenkracher, die haben wir auch. Und instabile Seelenessenz. Unglaubliche Nahrung könnte ich keine machen, nur positive und spezielle. Leichenleib oder verbotene Fleischpastete. Ja, genau, aus Gefäßfleisch. Aha. Nahrung sehr positiv. Glasierte Nüsse. Vergessliche Nacht. Aus Arak und Grog könnte ich das als super Böses herstellen. Glasierte Fleischstücke. Sieht lecker aus. Das ist dann aber eher Essen für meine Leute zum Rasten. Gifte gegen Gifte. Sporen des Herumirrens. Da frage ich mich, warum Todesauge? Achso, das ist Arzneien. Pilzgalle. Rasierkiemstaub wird aus Rasierkiem gewonnen. Verbrennendes Gift, Steingelenk. Klingt böse. Tränke natürlich, offensiv, heilen und defensiv. Ja, Trank der kleinen und starken Heilung. Wundersam und mäßige Heilung. Könnte ich alles herstellen. Für mäßige Heilung bräuchte ich allerdings Lösung und hierfür bräuchte ich Reagenz für starke Heilung. Trank der Zuflucht. Ach, Wiederherstellungstrank. Und lustigerweise kosten die Tränke dann halt auch Geld. Trank des Aufstiegs. Alle Kraftstufen. Zwei Kraftstufen für eine Begegnung, das ist böse. Und Schriftrollen und so weiter natürlich. Aber irgendwie habe ich es in dem Spiel nicht so sehr mit Zeug herstellen. Da müsste ich wirklich mal gucken, was mir was gerade in der aktuellen Situation bringt. Oder was ich jetzt nützlich empfinde und das benutzen, weil wir finden ja auch ziemlich viel. Also ist soweit das Crafting nicht ganz so durchdacht. So, jetzt müssen wir hier oben hinlaufen. Hier waren wir ja schon überall, nur in der Schatzkammer waren wir nicht. Da ist die versunkene Stadt. Dann sei die schon krass, wie weit unten wir jetzt sind. Liquitär klebt eine Substanz an den Rändern dieser massiven Erdhöhle. Ja, da ist der wahrscheinlich der Tausendfüßler rausgekrochen. Und hier ist halt die versunkene Stadt. Knollige Pilzkolonien weichen die harschen Charakterzüge dieses antiken Amauner-Königs. Also ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Riesentausendfüßer, der hier rausgekrochen ist, durch das Höhlensystem da hinten gekommen ist.
eine Muschelschale in eine Hand legen. Als die Muschel einsetzt, dröhnt dronnende, erschütternde Musik. Ja. Die Muschelschale leuchtet. Eine zweite Muschelschale in die andere Hand legen. Die andere Schale rutscht in ihre Position hinein und leuchtet so hell wie ihr Zwilling. Eine Kontrapunktmelodie ertönt von ihr. Die Schnitzerei erzittert und unter deinen Füßen rumort etwas. Du siehst zu, wie die Wandtafel in den Boden versinkt. Ja. Geheime Kammer. There's much to see in the light. Just a moment, please. Das kann ich sehr gut alleine entschärfen, das ist gut. Not a sound. Well, if you insist, it's no trouble. Das ebenso. Ein außergewöhnlicher Schuppenpanzer. Hm. Eine Mordaxt, eine zweihändige, das ist auf jeden Fall cool. Ein guter Säbel. Und noch ein paar andere Sachen. Und hier? Ist ein super Schild für dich, Elder, hm? Angriffsbindung, Schildabwehr. Seelenschlag erhöht sich mit der Athletikfähigkeit. Okay. 5% weniger Zauberschaden. Aber 5% mehr Waffenschaden. Hm. Mondquelle. Happily. Und hier haben wir wieder Larven. Trank der des unermüdlichen Schlagens. Das ist was für dich. Maden müssten Zutaten sein. Also hier irgendwo drin sein, oder? Nee, das sind Larven. Hier sehe ich aber keine Maden. Das sind Larven. Oder waren das Larven, die ich gerade eingesammelt habe? Jetzt jedenfalls Edda. Womit kann ich das noch verzaubern? Schwere Schärpe. Kann ich noch mit brillanter Harmonie? Das würde aber auch leuchtende Dissonanz wegmachen. Da hätte ich einen Grund, Metaphysik zu steigern. Seelenpein gewährt Seelenpein. Hm. Ja, wenn, dann würde ich das nehmen, aber dafür bräuchte ich noch ein erwecktes Atra. Ja. Rüstung aus dem Krieg der Heiligen, das ist Eddas Rüstung. Die könnte ich mal. Die könnte ich theoretisch mal gut machen. Das ist die Brigante der Nomaden. Brigantine und das ist Alofs Rüstung. Ja, die Rüstungen so, die werde ich wahrscheinlich nicht mal ersetzen. Jedenfalls nicht die, die ich upgraden kann. Ich werde mal Eddas Rüstung gut machen. Und Adolfs Rüstung ist sowieso schon gut. Nee, das werde ich mal so lassen. Gut. I'm here. I'd be glad to. Mike Sotis Robe kann ich leider nicht upgraden. Nee, das sind ja auch nur Gewänder von Gaun. Die könnte ich theoretisch demnächst mal gegen eine gute Robe oder so eintauschen. Ach, das hier ist die Brigantine der Nomaden. Die Erholungszeit ist nicht gerade toll. Könnte ich theoretisch
Nee, Gewänder von Gaun haben einen höheren Rüstungswert, aber eine ziemlich bescheidene Erholungsgeschwindigkeit. Sonst hätte ich sie in die außergewöhnliche Robe stecken können. Aber, nee, da sie Nahkämpferin ist, ist das eh nicht so gut. Da könnte ich sie nämlich auch ebenso gut in den Schuppenpanzer stecken. Nur sieht sie da sehr komisch aus. Also ja. Guter Gambosson zum Beispiel, aber der ist schlechter. Nee, dann bleibt sie erstmal in den Gewändern von Gaun, bis wir was Besseres für sie gefunden haben. Und vielleicht irgendwann mal eine bessere Maske. I'm here. Absolutely. So, das heißt zurück in die Altstadtruinen. Können wir auch hier runter. Jetzt bin ich hier fertig, definitiv. Ach ja, Edda sollte das Schild auch mal anziehen. You must gather your party before venturing forth. Ja, ja, der gute alte Satz, den man aus jedem dieser Spiele kennt. You must gather your party. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Schön, nicht wahr? I'd be glad to. So, das heißt, wir gehen durchs Gewölbe. Ich werde dann auf jeden Fall als nächstes mir das Gewölbe von vom Berat-Tempel ansehen, um das noch abzuschließen, bevor ich Nikataka wieder mal verlasse. Ja, Graberstraße, da fehlt irgendwie wieder Teil. Durch Schmugglerfort komme ich einfach so durch. Ich habe so das Gefühl, da fehlt nicht was, oder da ist einfach nur auf der Karte ein bisschen. Hm? Okay. Auf der Karte einfach ein bisschen ein Bug drin noch. Der vielleicht irgendwann mal gefunden und rausgepatcht wird. Oh, das liegt natürlich mal wieder an der deutschen Lokalisierung. Das könnte auch sein. Nun, wenn Dereo an Ukaiso auch interessiert ist, heißt das, die Prinzipi sind an Ukaiso interessiert. Das heißt, Ukaiso ist ein ziemliches Kneifzangenproblem. Also ein ziemlich pikantes Problem. Wenn da nämlich auch noch die ganzen die beiden Handelsgesellschaften, also Todesfeuer und Valiana, dran interessiert sind, heißt das, ich
muss mich entweder entscheiden, für wen ich das mache. So. Well, if you insist. Just a moment, please. Hope that helps. Ah, da ist Medizin gegen Ertrunkene Lunge drin.